Proklamation, Paris, 8. März 1800. Franzosen, ihr wünschte den Frieden. Eure Regierung wünschte ihn noch glühender. Ihre ersten Wünsche, ihre beständigen Schritte hätten ihn zum Zweck. Das englische Ministerium hatte das Geheimnis seiner schrecklichen Politik verraten. Frankreich vernichtete seine Seemacht und seine Häfen verstoren. Ist aus der Karte von Europa streichen oder ist so einer Macht zweiten Ranges herabsetzen, alle Nationen des Festlandes in Zwietracht erhalten und Sieger des Handels ihre alle so bemächtigen und sich mit eurer Beute bereichern und dieses entsetzliche reichen teilt England Gold aus, verschwendet es, Verschreckungen findet es immer neue Ränke. Aber weder das Gold, noch die Verschreckung, noch die Ränke Englands werden die Mächte des Festlands und seiner Aussichten fassen. Sie haben den Wunsch Frankreich gehört. Sie können die gemäßigten Grundsätze, welche es leiten, sie werden auf die Stimme der Menschlichkeit hören. Wenn sie schwanken, so wird sich die Regierung, die nicht gefürchtet hat, den Frieden anzubieten und um denselben nachzusuchen, daran erinnern, dass es in euch ist, ihn zu befehlen. Um ihn zu befehlen, muss man Geld, Waffen und Soldaten haben, morgen sich alle liefern, den Tribut zu bezahlen, denn sie der allgemeinen Verteidigung schuldig sind, morgen die jungen Bürger sich erheben. Es ist nicht mehr für Parteien, nicht mehr für die Wahl der Tyrannen, dass sie sich bewaffnen. Es ist für die Erhaltung des Teuersten, was sie besitzen, für die Ehre Frankreich, für die heiligen Interessen der Menschheit. Schon haben die Armen jener Haltung Wiener angenommen, diesen Sieg verkündigte bei ihrem Anblick, bei dem Anblick der gesamten Nation, den Sieg in einem und denselben Interesse, in einem und denselben Wunsch vereinigt hat. Werdet ihr, zweifelt nicht daran, Franzosen, keine Feinde mehr auf dem Festlande haben. Wenn auch irgendeine Macht das Glück der Schlachten versuchen will. Der erste Konsul hat den Frieden versprochen. Er wird ihn an der Spitze der Krieger erobern, die er mehr als einmal zum Sieg geführt hat. Mit ihnen werde jene Felder wiederfinden, die noch von dem Gedächtnis ihrer Taten erschüttert sind. Aber mitten in den Schlachten wird er nach Frieden rufen und er schwört, nur für das Glück Frankreichs und die Ruhe der Welt zu kämpfen. An den Josef Bonaparte, 19. März 1800. Herr von Steyr lebt im tiefsten Elend und seiner Frau gibt es Dieners und Bälle. Wenn du verfährst, sie zu besuchen, so wäre es angebracht, dass du sie veränderst. Ihre Männer eine Pension von 1.000 bis 2.000 Franken anonatlich auszusetzen. Wie weit sind wir schon gekommen in einer Seite, wo man, ohne dass die inständigen Leute etwas dabei finden, die Sitten und die Pflichten, die heiliger sind als die Bande zwischen Eltern und Kindern, mit Füßen treten kann? Man beurteilt die Moral der Frau von Steyr, als wäre sie ein Mann, aber ein Mann, der das verwogen Eckers erbte und negerseite die Vorteile eines vernehmen Namens genießt und nun seine Frau im Elend lässt, während er selbst in Überfluss
schwenkt, konnte man mit der Mann gesellschaftlich wiederkehren. An den Bürgerwohnerparte Paris 5 April 1800 die Konsul der Republik wünschen Bürgerminister, sie mochten den Unternehmern der Pariser Theater zur Kenntnis geben, dass keine dramatische Werke anders als Kräfte einer von ihnen erteilten Erlaubnis auf das Theater gebrachte oder neu einstudierte werden dürfen. Der Chef der Abteilung des öffentlichen Unterrichts in ihrem Department muss persönlich für alles verantwortlich sein, was in den dargestellten Strucken, den guten Sitten und den Grundsätzen der Verfassung zuwider wäre. In Folge dieser Verfügung darf der Polizeipräfekt die Ankündigung irgendeines Strucken der Unterversagung der von ihnen gegebenen Erlaubnis gestatten. Sie werden den Präfekten der Departemente zur Kenntnis bringen, dass die Bestimmung auf die anwendbar ist und dass sie die Ankündigung und den Inschlag eines dramatischen Werks nur dann erlauben dürfen, wenn sie sich ihre Erlaubnis haben versagen lassen. Das Zirkular, das sie in dieser Hinsicht verfassen, darf nicht durch den Druck öffentlich werden. Die Konsuln tragen mir zu gleicher Zeit auf, sie einzuladen, ihnen noch in dieser Dekade eine Berichte über die Maßregeln zu erstatten, die man ergreifen konnte, um die Saal der Theater zu beschränken, und über die Reglements, die man erlassen konnte, um die Aussicht der Behörde zu sichern. Sie werden überlegen, Bürgerminister, ob es angemessen wäre, die geeignet wären, die dramatische Kunst zu ehren und die Literaten aufzumuntern, die sie mit Erfolg pflegen. Der erste Konsul würde die Unterdrückung der Strophe im Vaudeville Tableau des Savigny in persönlicher Betrifte mit Vergnügen sehen.